Sachsen, zwischen Holzen-Memmingen und Memmingen-Süd kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie besonders vorsichtig, überholen Sie nicht auf der A7 Ulm-Füssen zwischen dem Kreuz Memmingen und Memmingen-Süd. Gefahr durch einen Falschfahrer. Fahren Sie in beide Richtungen besonders vorsichtig. Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist. Vorsicht aktuell auch auf der A81 Stuttgart Richtung Heilbronn. In der Ausfahrt zum Rastplatz Kettling, da steht ein Pannenfahrzeug. Im Zollernalbkreis, da ist die Straße zwischen Pfäffingen und Teifingen nach einem Unfall in beide Richtungen gesperrt. Das war's also, allerdings eine gute und sichere Fahrt für Stunden. Für uns in Baden-Württemberg, SWR1, der Abend mit Ingo Jägel. Und einem Song, der passt dann weiter.